Hallo, in diesem Video geht es um die Uhr-App des iPads und ich möchte ein bisschen auf die negativen Aspekte des Designs aus meiner Sicht zu sprechen kommen. Als ein Beispiel haben wir zum Beispiel diese coolen Uhren, die hier oben stehen, die alles irgendwie Zeigeruhren sind. Nehmen wir an, ich will Digitaluhren haben, dann muss ich immer hier diese kleinen Zahlen lesen und habe hier trotzdem aber 6 Uhren oben, die überhaupt nichts bringen. Ein Punkt, der bei ziemlich vielen Apple-Apps auffällt, ist, dass es immer diese Rädchen hier gibt, um irgendwas einzustellen, sowohl für Kalender mit den Daten oder hier jetzt bei der Uhr mit den Zeiten. Das ist zwar ganz schön als Spielerei und wenn ich irgendwie Lust habe und in der U-Bahn sitze und nichts zu tun habe und dann kann ich an dem Ding drehen, aber wenn ich will, dass ich das Ding jetzt auf 5 Stunden 48 stelle, dann muss ich jetzt hier erst auf die 5 gehen und hier hoch auf die 48. Aber wehe, wenn ich aus Versehen nur drücke, weil dann geht der weiter. Immer so stückchenweise. Aber ich weiß auch genau, was ich will. Ich könnte es auch genau eintippen. In den Einstellungen für die Alarme ist mir negativ aufgefallen, dass jeder Alarm dauerhaft gespeichert wird. Ich habe es oft so, dass ich zum Beispiel, wenn ich um 9 Uhr aufstehe, stelle ich mir den Wecker für 9.10 Uhr, 9.15 Uhr, 9.20 Uhr und dann passiert sowas wie hier, dass da ganz viele Alarme hintereinander stehen. Und die bleiben dann einfach für immer da drinnen. Am nächsten Tag muss ich vielleicht um 10 Uhr aufstehen, da habe ich das Ganze einfach nur eine Stunde später. Und dann habe ich irgendwann hier so einen ganzen fetten Balken von tausenden von Alarmen, die ich natürlich alle hier einzeln dann wieder löschen kann. Wie lange dauert es, so einen Alarm zu löschen? Man sieht hier auch schon, was da steht. 6.32, 7.45 und dann nochmal 7.45, weil ich einfach zweimal die Alarme eingegeben habe. Und wenn ich dann irgendwie hier die Alarme vielleicht wieder aktivieren will, dann kann ich da drauf gehen, aber ich will ja eigentlich den danach oder den davor und das lässt sich alles nicht so gut auswählen, ist also aus meiner Sicht nicht ganz optimal geworden. Stoppuhr aus meiner Sicht sind die Hundertstel Sekunden, die hier angezeigt werden. Die sind viel zu unruhig eigentlich für das Gesamtbild. Wenn man das Ganze so stehen haben würde, dann würde das ausreichen oder zumindest mal so